So. I'm back. Meine Haare sind wieder so kurz. Ich wollte ja nicht wachsen lassen. Naja, egal. Hey yo, was geht? Ja, ich bin mal wieder zurück nach einer ungeplanten Pause. Es tut mir wirklich leid, dass ein Monat lang kein Video von mir kam. Ich bin auch allgemein sehr inaktiv gewesen auf Social Media. In diesem Video soll es einfach darum gehen, was ich den letzten Monat gemacht habe und wieso ich diese Pause gebraucht habe und wie es vor allem mit diesem Kanal weitergeht, ob es überhaupt weitergeht. Also holt euch doch gerne was zu essen oder zu trinken oder beides. Ich habe jetzt eine Flasche Wasser, also da ist gar nicht mehr so viel drin, aber ich denke, das wird reichen. Ich glaube, das wird auch gar nicht so lange werden, dieses Video. Und ja, dann wird es hier so eine Art Chatty Bau bzw. Live-Update-Video. Also, let's go. Ja. Das hat gespritzt. Okay, cool. Trinken kann ich auch nicht mehr. Ich finde es gerade wieder super weird, vor der Kamera zu sitzen. Ich habe das Gefühl, als hätte ich das verlernt. Wie geht dieses YouTube nochmal? Ich muss mich erstmal wieder eingrooven und damit kann ich auch schon mal die Frage beantworten, ob dieser Kanal noch existieren bleibt. War das gerade Deutsch? Die Antwort ist natürlich ja. Also YouTube macht mir einfach viel zu viel Spaß und ich habe auch einfach zu viele Intentionen mit diesem Kanal. Ich möchte mit diesem Kanal einfach Themen ansprechen. Ich möchte einiges verändern in unserer Gesellschaft. Das hört sich immer so crazy an, oh mein Gott. Aber ja, es gibt einfach viele Sachen, wo ich finde, darüber muss gesprochen werden, darüber muss aufgeklärt werden. Okay, ehrlich gesagt bin ich nicht der Beste, um euch über irgendwas aufzuklären. Da gibt es weitaus bessere Kanäle. Aber ich versuche es wenigstens. Und ich finde es auch schön, wenn ich Kommentare von euch lese oder euch auch mal persönlich treffe und ich dann das Feedback bekomme, hey, ich finde es voll cool, das inspiriert mich, was du tust. Und ich denke mir nur so, oh mein Gott, voll cool. An der Stelle nochmal schöne Grüße an Samira. Das war eine Zuschauerin, die mich letztens beim Einkaufen entdeckt hat. War auch sehr interessant. Ihr müsst euch vorstellen, Kleinbau geht einkaufen, hört Musik, hat Kopfhörer drin. Auf einmal spricht ihn eine Person an und die fängt an zu reden. Und ich denke mir nur so, oh Gott, meine Musik ist noch an, ich höre gerade nichts und ich kriege irgendwie meine Musik nicht aus. Ja, das war ein bisschen awkward. Auf jeden Fall nochmal vielen Dank, Samira, für deine lieben Worte. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich Zuschauer treffe und das motiviert mich halt irgendwie voll, weil ich oftmals das Gefühl habe, dass keiner sich meine Videos anschaut. Aber naja. Auf jeden Fall war ich jetzt einen Monat lang nicht auf YouTube aktiv. Sprechen habe ich auch verlernt, yay. Auf jeden Fall war ich einen Monat lang nicht mehr auf YouTube aktiv und diese Pause war nicht geplant. Irgendwie hat es damit angefangen, dass ich es nicht geschafft habe, ein Video für die Woche fertig zu bekommen. Das war nämlich das Food Diary. Das kam dann eine Woche später an einem Mittwoch und seitdem kam halt nichts mehr online. Zum einen war ich vollkommen überfordert mit meinem Leben. Irgendwie, weiß nicht, ich hatte so vieles geplant und irgendwie kam nichts davon online. Ich kenne viele Künstler, egal aus welchem Bereich, die machen dann Pause, um halt neue Ideen zu sammeln. Bei mir ist es komplett umgekehrt. Ich habe einfach zu viele Ideen. Und das überfordert mich sehr schnell und dann denke ich mir so, oh Gott, welches Video mache ich als erstes? Und ich habe auch noch ein paar Kooperationen, die ich noch machen muss und möchte vor allem. Also Kooperationen sind immer so eine Sache. Natürlich mache ich nur Kooperationen, die ich auch wirklich machen möchte. Versteht ihr, was ich meine? Oh Gott. Aber ich war halt irgendwie komplett überfordert und zum anderen ging es mir mental auch gar nicht gut. Ich hatte die letzten Wochen unglaublich viele Down-Phasen gehabt und andererseits auch wieder sehr schöne Momente. Ich habe das Glück, dass ich in meinem Umfeld derzeit sehr gute Menschen um mich herum habe, die sich gut um mich kümmern und ich hoffe, ich tue denen auch gut. Ja. Auf jeden Fall habe ich diese Pause wirklich gebraucht, um erstmal wieder mit mir selbst klarzukommen und um vor allem auch meine Gedanken ein bisschen zu ordnen. Vor allem war es mir sehr wichtig, mir irgendwie Pläne zu machen, vor allem wie die nächsten Monate ablaufen werden. Denn Leute, die nächsten Monate, die werden cool. Wie auch sonst, keine Ahnung. Es werden sehr interessante Videos kommen, mitunter auch Videos in Kooperation mit der Bundeszentrale für politische Bildung. Da, so viel kann ich sagen, ja. Ich werde eventuell auch neue Gäste auf meinem Kanal haben. Gäste, die ihr vielleicht schon kennt, wenn die darauf Bock haben. Ich weiß nicht. Seid also auf jeden Fall gespannt. Und ja, ich weiß noch gar nicht, wie viel ich verraten kann. Oh mein Gott. Wenn es Zeit ist, dann werdet ihr das schon alles mitbekommen. Also, habt Geduld. Vielleicht kommt sogar schon was im August. Mal gucken. Ansonsten, wie gesagt, ich hatte sehr viele Downphasen gehabt. Ich hatte die letzten Tage ganz schlimme Mental Breakdowns. Das ist
ganz schlimm bei mir mittlerweile. Ich habe ganz schlimme Albträume und wenn ihr mich schon kennt, dann wisst ihr, dass ich sehr oft reflektiere. Ich bin ein Mensch, der sehr gerne in der Vergangenheit lebt und ich weiß, es ist eine ganz schlechte Eigenschaft von mir. Und ja, ab und zu ist es auch mal okay, in Erinnerung was ist das Wort dazu? Ihr wisst schon, was ich meine. Aber ich bin halt ein sehr emotionaler Mensch und mich belastet halt sehr schnell etwas. Also, oh Gott, also es muss eine Neuigkeit kommen, eine News, irgendwas, was mich triggert oder was mich ein bisschen triggern könnte. Und dann ist die nächste Stunde erstmal bei mir komplett Down-Phase. Und das ist mir einmal vor der Arbeit passiert. Ich kann auch nicht so viele Details erzählen, weil das dann zu privat wird und das halt auch mitunter andere Personen betrifft. Deswegen erzähle ich nicht so viel. Sagen wir es mal so. Nee, das kann ich nicht sagen. Oh Gott. I'm so sorry, Leute. Ich würde euch so gerne alles erzählen über mein ganzes Leben, aber das kann ich nicht. Das kann ich nicht machen. Ich könnte einigen Menschen so das Leben zerstören. Ich könnte die so roasten. Ich könnte so schlimme Stories raushauen, aber das mache ich nicht. So ist das nun mal, wenn man... Wenn man ein guter Mensch ist, keine Ahnung. Bin ich ein guter Mensch? I don't know. Schreibt es mir in die Kommentare. Anyway, es gab sehr viele Momente, die mich vor allem in den letzten Tagen sehr getriggert haben. Ich war vor allem nachts und am Morgen. Morgens habe ich immer ganz schlimme Downphasen nach dem Aufstehen. Das liegt immer daran, weil ich immer sehr schlimm träume. Und diese Träume beinhalten oftmals Sachen, die aus der Vergangenheit kommen. Das ist nicht so cool. Und dann wache ich auf und ich denke mir nur so, what the fuck, was war das? Ja, ist nicht schön. Mir ist bewusst, dass ich Hilfe brauche und ich werde die auch, sobald wie es geht, in Anspruch nehmen. Ich muss da meine Freundin fragen, ob die mir dabei hilft. Ich glaube, alleine kann ich das nicht so gut. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden und ja, es werden noch sehr viele coole Videos kommen, wie gesagt. Es tut mir leid, dass dieses Video so durcheinander rüberkommt, aber derzeit sind halt auch meine Gedanken einfach so und deswegen realer geht's gar nicht mehr. Real Baufarm Content, yay. An der Stelle nochmal vielen Dank an die Zuschauer, die meine Videos gucken, einen Daumen nach oben geben oder auch kommentieren. Das schätze ich so sehr. Wirklich. Ich hoffe, dieses Video wird angeguckt. Ich habe nämlich das Gefühl, der YouTube-Algorithmus wird mich einfach roasten, wenn dieses Video online kommt und das wird einfach keinem vorgeschlagen. Deswegen wäre es ganz cool, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben geben könnt oder einen Kommentar schreiben könnt, damit der YouTube-Algorithmus irgendwie seht, dass ich noch am Leben bin. Es dauert auch gar nicht mehr so lange, bis wir die 5000 erreicht haben. Ich bin schon sehr gespannt. Ich habe auch schon ein Special geplant und vielleicht auch eine Verlosung. Aber dazu müssen wir erstmal die 5000 erreichen. Ne? Wenigstens wächst der Kanal immer noch. Zwar sehr langsam, aber der wächst dennoch. Hätte ich nicht gedacht. Es gab mal Zeiten, dass mein Kanal geschrumpft. Das war nicht so schön. Über die Aufrufzahlen wollen wir erst gar nicht reden. Die sind total im Keller. Da muss ich mal gucken, was man da machen kann. Wahrscheinlich nicht viel. Ich bin dabei, sehr viele Songs zu schreiben. Ich produziere auch immer sehr viel. Und allgemein kann ich sagen, dieses Jahr habe ich wieder sehr viel mit Musik am Hut. Das ist sehr cool. Ja, also seid gespannt. Ich versuche wirklich noch dieses Jahr einen Song rauszubringen, wenn es geht. Ich habe ganz viele Songs in petto, aber mal gucken, wie das dann alles die nächsten Monate ablaufen wird. Ne? Ich denke, das war es dann auch erstmal. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt geredet habe. Doch, das passt schon. Okay, ja, das ist ein gutes Chatty Bau gewesen, ne? Einfach so drauf loslabern und dann float es von alleine. Oh mein Gott. Das ist so weird, wieder mit der Kamera zu reden, Leute. Das ist komisch. Ich hoffe, ihr habt mich vermisst. Ich habe euch vermisst. Boah, war das kitschig, okay. Noch einen letzten Schluck. Und jetzt hebt eure Tassen oder Getränke und stoßt mit mir an. Prost. Bis zum nächsten Video. Ciao. Hello.